Weiter geht's. Herzlich willkommen zum Modul 5. Wir kommen jetzt an das Herzstück der Kampagnenplanung, an die Strategien. Eine Strategie ist das, was ihr braucht, euer Reiseplan, eure Schatzkarte. Wie kommt ihr vom Problem zu dem Ziel, zu den Zielen, die ihr euch gesetzt habt? Ihr erkundet dafür, wie ihr euch erfolgreich einmischen könnt und entwickelt den besten Plan, das in die Tat umzusetzen. Eine sehr hilfreiche Herangehensweise ist dabei der kritische Pfad. Ihr arbeitet dabei von eurem Ziel aus rückwärts. Ihr malt euch also euer Ziel, das, was ihr am Schluss erreichen haben wollt, was ihr feiern wollt, auf ein großes Poster und geht dann Schritt für Schritt zurück in die Vergangenheit, was war vor diesem großen Tag. Welche Akteurinnen waren da beteiligt? Es ist hilfreich für den kritischen Pfad, sich verschiedene Pfade eigentlich zu überlegen, weil es zum Beispiel so etwas gibt wie eine öffentliche Debatte. Es gibt den politischen Prozess. Es gibt in manchen Konflikten eine juristische Linie, weil zum Beispiel noch Umweltschutzklagen möglich sind. Es kann auch einen Pfad geben für die politische Bewegung, weil ihr die Chance seht, richtig viel Dynamik zu entwickeln. Und dann überlegt ihr euch mit aller Fantasie und einer Portion Realismus, was passiert am Tag davor. Und wenn ihr weiter zurückgeht, was muss davor passiert sein, damit dieses Ereignis eintreten konnte. Die Arbeit dauert eine Weile. Ihr führt euch vielleicht auch zurück in die eine oder andere Erinnerung an den Politikunterricht. Wie war das nochmal mit einem Gesetzgebungsverfahren? Was passiert in der Kommunalpolitik eigentlich, bevor es einen Beschluss gibt? Und dann zeichnet ihr auf und es wird immer komplexer, aber auch immer hilfreicher. Bei Brot in Not sah der kritische Pfad so aus. In der pinken Blase am Rand steht das Ziel. Wir wollten den Schluss der Förderung von Hybridweizenzüchtung. Und dann haben wir gesagt, es gibt so etwas wie die öffentliche Wahrnehmung. Das ist natürlich wichtig. Also solche Beschlüsse zum Thema soll nicht mehr gefördert werden, brauchen diese öffentliche Wahrnehmung. Deswegen haben wir überlegt, wir brauchen viele Menschen, die diese Forderung unterstützen. Und wir sind dann weiter in die Vergangenheit gegangen und haben gesagt, davor musste überhaupt diese Förderung bekannter werden. Weil wer kommt schon auf die Idee, dass eine Bundesregierung gerade Millionen dafür aufwendet, dass so eine Forschung passiert. Und davor braucht es zum Beispiel Pressearbeit. Davor ist es gut, wenn Menschen auch diese Kampagne, die solche Forderungen aufstellt, treffen können. Wenn es Fotos gibt, wenn es Geschichten gibt und Aha-Effekte und ich bin auch betroffen oder es ist auch mein Thema Momente. Oder auch, wenn Menschen in ihrer eigenen Bäckerei beim Kauf von Brot mit dem Thema, was ist eigentlich beim Brotgetreide gerade los, konfrontiert werden. In Grün haben wir aufgemalt, was wir grob überlegt haben, was politisch passieren muss. Auf jeden Fall wollten wir, dass die Regierung oder mindestens die Ministerien auf ihrer Ministeriensebene beschließen, ihre Förderpraxis zu ändern. Okay, haben wir gedacht, das ist eher so ein bisschen eine langfristige Forderung. Aber davor können viele Dinge passieren. Vor jedem Beschluss braucht es die entsprechenden Sitzungen, wie eine Kabinettssitzung. Und das Kabinett wiederum braucht Vorlagen und im Vorfeld dieser Vorlagen, da fängt irgendwann der Moment an, wo wir uns einmischen können. Weil wir zum Beispiel auftauchen können im Forschungsministerium und im Agrarministerium. Wir können vielleicht versuchen, über eine kleine Anfrage durch, meistens wird die von Oppositionsparteien gestellt, die dann sagen, hallo, wir wollen mal gerne wissen, wie die Regierung das eigentlich in dieser Sache so handhabt. Da lohnt es sich oft, eine sympathischere Oppositionspartei abzuklopfen auf mögliche kooperative PartnerInnen. Oder wir hatten dann auch gesagt, zu irgendeinem Zeitpunkt wäre es super, wenn die ExpertInnen für den globalen Süden, zum Beispiel aus dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, BMZ, auch warnen könnten vor den Folgen, die diese Hybridzüchtung am Ende haben wird. So entstand der kritische Pfad von Brot in Not. Immer mit der Frage, was muss direkt davor gewesen sein und welche Akteurinnen können sich davor mit eingemischt haben. Bei der Arbeit am kritischen Pfad, wunderbarer Nebeneffekt, euch wird immer bewusster, welches eure Adressatinnen eigentlich sind. Also Adressatinnen als diejenigen Personen oder Institutionen, Gruppen, Akteurinnen, die ihr Verhalten konkret verändern können. Manchmal verschiebt sich das tatsächlich bei der Arbeit
an einem solchen Pfad, weil ihr sagt, wir erreichen ja gar nicht den Umweltminister, aber ha, genau an dieser Stelle erreichen wir die Vorsitzende des Umweltausschusses und das könnte uns auch schon einen entscheidenden Vorteil bringen. Fast automatisch liefert euch der kritische Pfad auch so etwas wie Etappenziele, weil ihr selber merkt, hey, in ein paar Monaten erreichen wir erstmal dieses und dann erreichen wir einige Monate später dann vielleicht jenes, wenn unser Plan gut angelegt ist und aufgehen kann. Und dann kommt noch etwas ganz Wichtiges. Es gibt nämlich Hebel in der Kampagnenarbeit. Aus der Physik eventuell bekannt, wenn du einen richtigen Aufsatzpunkt hast und einen langen Hebelarm, dann kannst du auch als Person, die gerade nicht mal so super fit ist, ein sehr schweres Gewicht bewegen. Hebel machen euch stärker, als ihr eigentlich formal seid. Und das ist in der Kampagnenarbeit wichtig. Ihr könnt als Hebel manchmal Personen identifizieren, die gerade in einem Konflikt drin stecken. Personen, die gerade im Wahlkampf sind und glänzen wollen. Manchmal entsteht ein Hebel, weil ihr merkt, es gibt einen Konflikt, zum Beispiel unter den Koalitionsfraktionen im Rathaus. Oder es gibt einen Konflikt zwischen zwei wichtigen Gruppen und ihr könnt unter Umständen das stärker machen. Eine Person wird Zünglein an der Waage und wenn ihr erkannt habt, welche Person das ist und wie ihr sie erreichen könnt, habt ihr eine Chance, so einen Hebel zu wählen. Unsere kleine Kampagne Brot in Not hat auch einen Hebel gefunden. Wir haben nämlich überlegt, wir laufen uns ganz schön die Hacken wund, wenn wir die ganzen Saatguttauschbörsen alleine besuchen und das reicht uns nicht. Und wir haben deswegen Bäckereien angesprochen und haben denen angeboten, Brötchentüten zu nehmen, wo unsere Kampagnengeschichte und Forderungen aufgedruckt sind. Und dann gingen tatsächlich über viele Wochen an vielen, vielen Bäckereien Brötchentüten mit unserer Forderung über den Tresen. Eine von vielen Möglichkeiten, stärker zu werden, als man formal eigentlich ist. Okay, bei Strategien gibt es noch so viel zu beachten. Dolle wichtig ist auch das Window of Opportunity, das sogenannte Möglichkeitenfenster. Das öffnet sich, wenn es gerade einen richtigen Zeitpunkt für einen Prozess gibt. Wenn zum Beispiel ein passendes Gesetz beraten wird und ihr sagt, Mensch, daran können wir zeigen, was unser Ziel ist oder dieses Gesetz ist auch der Gegenstand unserer Auseinandersetzung. Windows of Opportunity sind nicht selten auch die Wahlkampfzeiten, weil Kandidatinnen sich positionieren wollen, nicht sehr, sehr oft ist es auch ein Skandal, wenn etwas richtig schlimm schief geht oder wer zu Klimaschutz arbeitet und nutzen kann, dass gerade eine krasse, fiese Dürre oder eine Überschwemmungskatastrophe die Menschen sensibilisiert hat, dann geht es nicht darum, das Leid anderer auszunutzen, aber es ist eine Möglichkeit zu überlegen, wie können wir jetzt sagen, hey Leute, es ist wirklich ernst, es ist wirklich ein richtiger Augenblick, sich auch einzubringen. Auch Journalistinnen reagieren sehr gut auf so etwas, auf diese Möglichkeitenfenster. Wenn ihr ein abstraktes Thema habt und sagt, ach, wir wollen darüber mal informieren, ist es richtig schwer, die Medien dafür zu kriegen. Wenn die Medien aber wissen, hinter dieser verschlossenen Tür im Rathaus oder im Ministerium wird gerade dieses Thema verhandelt und vor der Tür ist eine Gruppe, die mit einem Straßentheater oder einem starken Bild etwas zeigt, dann habt ihr sie am Start und dann habt ihr die Chance, wirklich gut gesehen zu werden. Außerdem, Dringlichkeit macht Menschen wach und leichter für Mitarbeit zu gewinnen. Also wenn ihr sagen könnt, hört zu, wir haben nur noch 2 Wochen, dann passiert im Rathaus dieses und jenes. Das sind Möglichkeitenfenster, die ihr nutzen könnt und solltet. Auch zur Strategie gehört es sich zu überlegen, haben wir eigentlich Bündnispartnerinnen und wie wollen wir mit denen umgehen? Nicht wenige Kampagnen passieren im Bündnis, wo sich mehrere Organisationen auch richtig offiziell und fest verabreden und gemeinsam die gesamte Kampagne tragen. Kann richtig viel mehr Leute erreichen und stark sein, kostet aber auch eine ganze Menge Kraft und eine ganze Menge Absprachen. Und dann merkt ihr manchmal, ihr seid doch auch verschieden. Die eine Gruppe will laut sein, die andere ganz leise. Die eine möchte sich gerne für eine Sitzblockade versammeln, die andere höchstens ein Flugblatt gestalten. Da sind dann oft Parallelkampagnen. Die Strategie der Wahl, wo die Gruppen voneinander wissen, ein bisschen in Absprache gehen, aber eigenverantwortlich und getrennt an ihrem Thema dran sind, aber trotzdem gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten oder auf eine Veränderung und eine Beschlussfassung. Das war jetzt schon ganz schön viel. Jetzt kommt noch ein Fachbegriff, nämlich die Theory of Change. Das ist eigentlich
eine Art Zusammenfassung all der Dinge, die ihr euch überlegt habt und entwickelt habt, um die Strategie zu packen. Ihr könnt dann nämlich eure Theorie des Wandels formulieren. Ihr könnt in wenigen Sätzen sagen, weil die Situation so ist, wenden wir uns an jene Akteurin und durch diese und jene Maßnahme machen wir Druck und erreichen dann, dass die Akteurin ihre Strategie, ihr Verhalten im Moment verändert. Diese TOC ist auch eine super Grundlage für eure Pressearbeit, für Fundraising und mehr. Es ist eine knapp auf den Punkt gebrachte Erklärung, wie ihr vorgehen wollt und warum ihr erfolgreich sein könnt. Und jetzt habe ich noch eine Bitte an euch. Es ist tatsächlich eher eine Aufgabe, euer Gefühl für Strategien zu schärfen, nämlich die Idee, sucht mal im Internet nach ein paar interessanten Kampagnen. Vielleicht zu eurem Thema, vielleicht zu anderen Themen. Vielleicht schaut ihr bei großen Umweltorganisationen oder Kampagnenorganisationen, was die gerade am Start haben. Und dann überlegt ihr euch, wen genau haben die adressiert? Was genau müssen wohl die Ziele gewesen sein? Und ihr versucht zu überlegen, was ist die Strategie? Was haben die eigentlich gemacht, um zu erreichen, dass das auch passiert, was sie wollten? Das schärft euren Sinn für Strategien und es ist auch im Nachhinein rückwirkend immer einfacher, als wenn ihr noch ganz am Anfang eurer Kampagnenplanung steht. Mehr dazu in der Aufgabe, die ihr unten findet, und viel Erfolg und bis zum nächsten Modul.